Willkommen zu meinem Live-Video, heute eine Bild vom 60.10. Herzlich willkommen allen, freue mich sehr, dass Sie da sind. 8 Monate dauert der Krieg schon an und tritt nun mit massivem Beschuss eindeutig ziviler Ziele in eine neue Phase. Sein Wort hat russische Raketen. Wir haben Torte geschnappt. Hochpräzisionswaffen wurden gegen ukrainische Militär- und Kommunikationseinrichtungen eingesetzt. Militäreinrichtungen, Putins Präzisionswaffen treffen Menschen auf dem Arbeitsweg. Wohnhäuser, Spielplätze. Das ist doch nichts, was ein Ziel sein kann. Es ist grundsätzlich zu sehen, dass es für sie keinen Unterschied macht, wohin sie schießen. Einkaufszentren, Wohnhäuser, der Anblick von verstümmelten Kindern. Das ist eine Genozid. Sogar ein Krieg hat eine Regel. Und heute unschuldige Menschen sterben. Der für seine Grausamkeit bekannte tschetschenische Präsident Kadyrov jubelt. Jetzt bin ich hundertprozentig zufrieden mit der Durchführung der militärischen Spezialoperation. Kurz zuvor war Kadyrov von Putin zum Generaloberst befördert worden. In der Ukraine ist etwa ein Drittel der Energieinfrastruktur zerstört. Und das kurz vor dem Winter. Die russischen Truppen in der Ukraine haben seit Anfang Oktober einen neuen Kommandeur, Sergei Surovikin, berüchtigt für seine Brutalität im Syrien-Einsatz. Damals versprach er Putin, wir sind bereit, jeden Auftrag von Ihnen zu erfüllen. Frau Weißmann, Sie sind uns aus Münster zugeschaltet, wo Sie leben. Sie sind aber in Kiew geboren, wo Sie Familie haben, Freundinnen und Freunde, mit denen Sie dauernd Kontakt haben. Es gab ja da schon mal die Phase, in der die Menschen wieder in den Straßencafés saßen, in denen sie sich etwas sicherer gefühlt haben. Was richten nun die neuerlichen Angriffe an, der massive Beschuss im Leben, im Denken und Fühlen all derer, die Sie dort kennen? Wissen Sie, das Beachtenswerte ist, dass die Menschen nur sehr kurze Zeit nicht in Straßencafés saßen. Es ist immer wieder so, wenn etwas passiert, sitzen am nächsten Tag die Menschen wieder in Straßencafés. Und zwar aus gewissem Trotz, aus einer Liebe zur Freiheit, aus einer Widerspenstigkeit. Meine Familie sagt, bei uns ist alles in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen, wir halten uns. Man muss sehen, der Krieg dauert eben nicht 8 Monate, er dauert 8 Jahre. Und auch der Beschuss ziviler Ziele ist nicht neu, er ist beinahe täglich. Dieser Krieg ist darauf ausgelegt, Terror zu veranstalten, die Zivilbevölkerung zu töten und die Ukraine als Land zu vernichten. Und die Ukraine gibt sich dem nicht hin, sondern sie geht in die Cafés, sie lebt weiter, sie macht weiter Schule, auch wenn die Schule manchmal in den Metrotunneln stattfinden muss. Ja, meine Damen und Herren, jetzt muss ich einmal eingrätschen. Es ist genau das gleiche wie bei Manfred Illner. Es wird also auf die UN-Resolution, die dort stattgefunden hat, in keinster Weise eingegangen. Weil ich finde, das ist wirklich ein sehr bemerkenswerter Schritt, der da gegangen wurde. Und vor allen Dingen, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, dass es keinerlei Sanktionen oder irgendwelche Konsequenzen hat. Es ist eine Resolution verabschiedet worden, es wurde ein Aufruf gestartet, interessiert aber letztendlich die handelnden Personen dort nicht. Dann geht es jetzt hier um den Krieg gegen die Zivilbevölkerung. So ein richtiger Krieg gegen die Zivilbevölkerung, muss ich Ihnen sagen, liegt da eigentlich gar nicht vor. Es wird die kritische Infrastruktur, es ist zerstört. Also ich muss mich da schon korrigieren, es liegt ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung vor, aber jetzt nicht in der Hinsicht, dass man die Menschen tötet, sondern es geht darum, letztendlich die Energieversorgung und Wärmeversorgung zu zerstören. Das heißt, die Leute sollen eben im Kalten und im Dunkeln sitzen. Und die Produktion der Industrie, der Geschäfte, des Gewerbes soll lahmgelegt werden. Das ist das, was da jetzt bezweckt wird. Ja, und somit will man letztendlich den Gegner
Schwächen. Wenn wir das aus dem Zweiten Weltkrieg letztendlich projizieren, wo man sagt, da ist ja Krieg gegen Zivilbevölkerung geführt worden, erst von Deutschland, dass da Städte wie Coventry und was ich in England, andere Städte bombardiert worden sind und dann haben sich die Engländer und die Amerikaner letztendlich dann gerecht und haben dann die deutsche Zivilbevölkerung letztendlich, das war ein Genozid, kann man sagen. Ja. Und Dresden war ja das letzte Beispiel, wo ja eben diese wunderschöne Stadt zerstört worden ist, also Elbflorenz. Es war in keinster Weise irgendwo ein militärisches Ziel, das war eine Flüchtlingsstadt. Das wurde dem Erdboden gleich gemacht und zigtausend von Menschen sind gestorben. Das war letztendlich brutaler Kampf gegen die Zivilbevölkerung. Was da stattfindet, ist wirklich den Gegner zu schwächen, dass man die Energieversorgung und Wärmeversorgung zerstört. Und dabei kann es natürlich passieren, dass eben auch Zivilisten sterben. Und das ist auch genauso passiert. Und ab und zu treffen auch die Waffen nicht ihre Ziele. Auch das kann passieren. Also, wenn man jetzt schon jammert, dass es ein Genozid der Bevölkerung ist, dann möchte ich mal wissen, was zu hören ist, wenn wirklich, wie das im Zweiten Weltkrieg der Fall war, eine ganze Stadt platt gemacht wird. Oder das beste Beispiel ist ja Atombombenabwurf auf Hiroshima, 6. August 1945, wo eben mit einer einzigen Bombe über 100.000 Menschen getötet worden sind. Das ist dann richtig Genozid. Ja, da kann man sagen, das ist eine richtige Vernichtung von Menschen. Da geht es nicht um militärische Siege, dass man dort Soldaten vernichtet oder Infrastruktur vernichtet, sondern das war einfach Menschen töten. Ja, egal was, ob Frauen, Kinder, alte Männer. Dieser Punkt ist dort noch nicht erreicht. Es gab dort auch Angriffe auf Städte, gerade jetzt in den eroberten Gebieten, dass dort ja, Gebäude zermetzelt wurden, viele Zivilisten auch gestorben sind. Aber das ist nicht die Hauptintention, weil Russland möchte ja gerne dieses Land erobern. Ja? Die möchten gerne dieses Land in sich einverleiben, annektieren. Das haben sie teilweise gemacht, ob jetzt das Ganze geplant ist oder ob das so eine Art Deutschland 1939 ist, mit Sudetenland, wo eben die Gebiete, wo Deutsche gewohnt haben, erst annektiert worden sind und später dann auch der Rest von der Tschechischen Republik, von der Tschechischen Republik, was dann als Protektorat Böhmen ausgezeichnet wurde. Das ist die Frage, das weiß ich auch nicht, was da geplant ist. Also Fakt ist, man möchte die Bevölkerung nicht vernichten, sondern möchte die Bevölkerung ja in seinem Land haben. Die sollen einen ja mögen, das ist ja das Ziel der Sache gewesen. Nur mit jedem Tag, wo der Krieg länger dauert, wächst nicht die Sympathie, sondern die Antipathie bei den meisten Menschen. Wo man auch sagen muss, dass 10,4 Millionen Menschen die Ukraine bereits verlassen haben. Das heißt, diejenigen, die meiste Angst haben vor den Russen, 10,4 Millionen Menschen sind gegangen. Und das muss man auch letztendlich berücksichtigen, wenn da irgendwelche Volksabstimmungen stattfinden. Diese Menschen, die gegangen sind, die hätten sich mit größter Wahrscheinlichkeit für die Ukraine ausgesprochen, weil sie vor den Russen geflüchtet sind. Das ist ganz wichtig. Man muss gucken, wie es weitergeht. Also es sieht wie gesagt schlecht aus. Diejenigen, die gesagt haben, die Ukraine wird den Krieg auf alle Fälle gewinnen. Ich habe immer gesagt, die Ukraine kann den Krieg nur gewinnen, wenn in Russland die Bevölkerung sagt, das wollen wir nicht, das muss aufhören. Militärisch gesehen kann die Ukraine den Krieg nicht gewinnen. Wir können mehr Waffen liefern. Das bedeutet aber auch, dass die Eskalation steigt. Das bedeutet auch, dass die Gefahr eines ABC-Waffeneinsatzes gegen den Westen steigt. Und letztendlich, das ist jetzt ein bisschen obsolet geworden, weil Nord Stream 1, Nord Stream 2 sind eh nicht in Betrieb, weil das ja zerstört worden ist, ist die Gefahr immer jeden Tag mehr gestiegen, dass jetzt die Versorgung nicht mehr stattfindet. Aber das ist ja dass die Zerstörung der Pipeline, findet das jetzt eben eh nicht mehr statt. Das heißt, diese Abwägungsentscheidung, die ist jetzt aufgehoben, die Entscheidung, also diese Befürchtung oder die Abwägung in den Handlungen, ob man Waffen liefert oder nicht, die könnten ja den Gashahn zudrehen. Das ist jetzt entschieden, die Leitung ist kaputt, da kommt nichts mehr durch. Das kann man jetzt erstmal außen vor lassen. Ne? Aber eins bleibt trotzdem. Es ist extrem schwierig und der Kernfehler war es letztendlich für die Ukraine, dass sie die Atomwaffen abgegeben haben.
Ansonsten wäre das, was jetzt da passiert, nicht passiert. Und entscheidend ist, dass die UN eine Resolution gemacht hat, wo 143 von 193 Staaten gesagt haben, das, was dort passiert ist, ist nicht in Ordnung, machen Sie das rückgängig. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Vollkommen richtig, dass Sie mich korrigieren. Der Krieg hat 2014 begonnen mit der Annexion der Krim. Selbstverständlich 8 Monate dauert dieser Teil des Krieges an. Und er begann mit den Raketenangriffen auch auf Kiew. Das ist also eine Art, sagen Sie, Revival. Was jetzt passiert, abgestürzt? Wenn Sie das jetzt wieder, jetzt haben wir wieder genau das Problem, dass wieder politische Gegner sich auf das Gerät schalten, wieder das blockieren oder dass hier irgendwie das nicht weitergeht. Sehen Sie? Sehen Sie, jetzt geht wieder nichts mehr hier, meine Damen und Herren. Das ist ja auch mal wieder schön. Oder darf man das nicht machen? Ich weiß es nicht. Also es tut sich nichts. Dessen, was wir schon gesehen haben, jetzt geht's weiter. Oder ist es eine neue Phase? Es ist nicht wirklich eine neue Phase. Es ist jetzt eine Phase, in der Putin versucht, sehr, sehr viel Terror zu machen. Das nächste, was wir sehen werden, ist, dass er versuchen wird, für einen möglichst schnellen Waffenstillstand Werbung zu machen und den zu erreichen. Für ihn ist das jetzt wichtig, weil Cherson kurz davor steht, befreit zu werden. Und Putin, ja, so ein bisschen die Truppen ausgehen, die er jetzt schickt, sind nicht vorbereitet, sind nicht ausgerüstet. Das Beste, was ihm jetzt passieren kann, ist ein Einfrieren des Konflikts, ein Waffenstillstand. Ja, meine Damen und Herren, das sehe ich auch anders. Es gibt bei der Rekrutierung sogar 300.000, vielleicht auch von 1 Million Soldaten, das weiß man ja nicht. Da habe ich ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Da gab es ja erst Informationen, dass 1 Million Soldaten rekrutiert werden, dann war von 300.000 die Rede. Jetzt ist für 300.000 die Rede und 220.000 sind nur gekommen, also 80.000 haben sich irgendwie entzogen. Auch ein hochinteressanter Vorgang. Ja, da sieht man auch, wie die große Kriegsbegeisterung letztendlich ist, gegen das Brudervolk Krieg zu führen. Das ist dann sozusagen das wahre Gesicht, was eben die Propaganda eben nicht zeigt, die natürlich nur positiv gestalten möchte. Ich hatte auch neulich schon darüber gesprochen, ich sage das auch hier nochmal an dieser Stelle. Die Gewichte, die Stärke im Krieg hat sich verändert. Am Anfang hat die Berufsarmee der Ukraine gegen die Berufsarmee von Russland gekämpft. Die Berufsarmee von Russland ist größer, hat mehr Fahrzeuge und Waffen als die Berufsarmee der Ukraine. Dann hat die Ukraine eine Generalmobilmachung durchgeführt. Der Westen hat Waffen geliefert. Und die Anzahl der Soldaten der Ukraine ist größer geworden als die Anzahl der Soldaten von Russland. Und durch die Waffenlieferung des Westens ist diese Waffenungleichheit, die es zwischen der Ukraine und Russland gegeben hat, weniger geworden. Und teilweise ist es sogar jetzt in einigen Spezialwaffen sogar ein Vorteil für die Ukraine. Und aufgrund dessen geht es jetzt eben in die Rückeroberung der Gebiete. Jetzt hat die Teilmobilisierung stattgefunden. Die Frage ist, ob jetzt 300.000 Soldaten rekrutiert werden sollen oder 1 Million Soldaten. Sind es 300.000 Soldaten, ist es, was die Anzahl der Soldaten angeht, ungefähr ein Gleichstand der Soldaten. Wenn 1 Million Soldaten rekrutiert, ist die russische Armee deutlich überlegen. Und inwieweit die russische Armee waffentechnisch überlegen ist, wie weit sie Gerät produziert hat, produzieren kann, dass auch die Soldaten ausgerüstet sind mit bester Technik und bester Munition und Waffen, das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, es wird wieder in die andere Richtung umschlagen. Die Frage ist halt jetzt, was passiert jetzt? Das ist jetzt die Übergangsphase in der Zeit, wo die rekrutierten Soldaten noch in der Ausbildung sind. Die werden im November auf das Schlachtfeld geführt werden. Die Frage ist nur wie, ob sie zur Verteidigung der neu geschaffenen Grenzen durch Russland für die annektierten Gebiete eingesetzt werden oder ob sie für einen Angriffskrieg eingesetzt werden. Das ist offen. Wladimir Putin hat gesagt, es ist nichts Größeres mehr als Angriffskrieg geplant. Es geht jetzt darum, die neu gewonnenen Gebiete zu verteidigen. Wird man sehen. Jetzt geht es erstmal in der Übergangsphase darum, die kritische Infrastruktur zu zerstören. Am Anfang ist es so gewesen, dass Militäranlagen im ganzen Land angegriffen worden sind. Und jetzt wird
wirklich die Energie angegriffen, die Wärmezentren angegriffen, alles, was für die Versorgung der zivilen Wirtschaft vonnöten ist, dass die eben produzieren können. Und dann, damit soll das Land lahmgelegt werden und damit die Wehrkraft des Landes massiv geschwächt werden. Und das jetzt hier beim anstehenden Winter, das kann für die Ukraine sehr, sehr unangenehm werden. Wir in Deutschland jammern heute schon über hohe Energiepreise, über hohe also Gaspreise, über hohe Ölpreise, über hohe Strompreise. Wenn man sich das anguckt, was in der Ukraine abläuft, da sollten wir uns schämen, dass wir jammern. Das müssen wir wirklich so feststellen. Aber schauen wir mal weiter. Stand, damit er dann in Ruhe aufrüsten kann, in Ruhe die neuen mobilisierten Truppen fertig machen kann und dann im Januar, Februar wieder von neuem die neue Invasion fahren kann. Das ist, was er jetzt versuchen wird. Das Beste, was wir machen können, ist nicht darauf einzugehen, sondern die Offensive, die die Ukraine gerade hat, zu nutzen, um die Städte zu befreien, um die Zivilbevölkerung zu befreien, die gerade auf diese Weise terrorisiert wird. Frau Pagung, sehen Sie es auch so? Haben Sie das Gefühl, Wladimir Putin will einen Waffenstillstand jetzt erreichen? Nein, mir scheint das doch gerade eher der Fall zu sein, dass er genau in diesen Verhandlungen eigentlich weiter nicht zustimmt und auch wirklich keine substanziellen Verhandlungen hat. Also ich würde Frau Weißmann zustimmen, dass es jetzt von ihm ein cleverer Schachzug sein könnte, genau das zu tun, um eben zu erreichen, dass er eine Pause bekommt. Aber wenn wir uns anschauen, was in der Regel, also was wirklich passiert, nämlich die Mobilmachung in Russland und die Annexion der Gebiete im Donbass, dann ist es ja eben genau so, dass Putin auch mit der extremen Brutalität, wie er beschrieben wurde, eigentlich den, also alles, was an Kompromissmasse für Verhandlungen da wäre, aus dem Spiel nimmt und damit eigentlich eben auch Verhandlungen verunmöglicht. Also ich sage es noch einmal, momentan ist es so, dass Russland natürlich materialistisch und von den Soldaten her in der Unterzahl ist und dass die Soldaten, die jetzt rekrutiert werden im November, nicht erst im Januar und oder Februar, dass die im November dort als Soldaten zur Verfügung stehen. Damit ist davon das auszugehen. Es wird, der Selenskyj hat ja jegliche Verhandlungen abgelehnt, weil er siegessicher ist. Gut, er muss natürlich positive Stimmung verbreiten, weil das die Kampfmoral steigert natürlich. Wenn alles als sinnlos angesehen wird, ist klar, dass man dann vielleicht der eine oder andere die Flinte ins Korn wirft. Das ist halt so. Ne? Aber wir sind ja hier objektiv realistisch und versuchen da eine sachliche Betrachtung reinzuziehen. Es sieht wirklich so aus, als wenn Russland jetzt die zivile Gesellschaft nicht massenhaft Genozid vernichten will, sondern es geht darum, dass die denen den Stecker ziehen wollen. In Energie, Wärme, Strom, Öl, alles. Dass also wirklich die ganze Wirtschaft lahmgelegt wird und damit auch die Kriegswirtschaft lahmgelegt wird und die dann letztendlich zum Aufgeben gezwungen werden. Ja, und das vor dem Winter. Und das wird natürlich massiv schwächen und das wird auch die Offensive schwächen. Und das ist letztlich, was dahinter steckt. Und was dann passiert, wie gesagt, ob jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist die, ich vergleiche das so ein bisschen, Deutschland 1939, Sudetendeutschland, dort wo Deutsche leben, der Tschechischen Republik, das sollte annektiert werden. Wenn man sieht, wie das jetzt in der Ukraine ist, dort wo die Russen eben leben oder wo sie abgestimmt haben für Russland, das ist annektiert worden. Ob es dabei bleibt oder ob es dann wie 1939 bei Deutschland, Tschechischen Republik, dann alles annektiert wird, oder ein sogenanntes Protektorat gemacht wird, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Da müssen Sie mal beim BND nachfragen, was die dazu sagen, zum Beispiel. Ja? Ich weiß das nicht. Das sind alles Möglichkeiten. Am Anfang des Krieges, habe ich ja schon mal gesagt, ist Russland davon ausgegangen, die fahren mit einer riesengroßen Militärkolonne vom Norden auf Kiew zu und die geben auf, merken, sie haben keine Chance und Deutschland wie 1938 in Österreich, Bevölkerung stimmt zu, ja, es gibt keine kriegerische Auseinandersetzung und das Land ist sozusagen unter Kontrolle. Und das ist halt nicht passiert. Und jetzt muss man gucken, wie das in Zukunft sich entwickelt, was die überhaupt vorhaben. Jetzt wird es natürlich für die Staatengemeinschaft entscheidend sein, humanitäre Hilfe für die Ukraine zur Verfügung zu stellen, weil wenn da kein Gas ist, kein Strom ist,
wenn da alles dunkel ist, wenn es dann eiskalt wird und so weiter. Das ist natürlich, was die Humanität angeht, eine riesengroße Herausforderung. Ja? Das zu organisieren, und das ist jetzt die Aufgabe, die besteht. Dort die humanitäre Hilfe zu organisieren, weil die humanitäre Hilfe wird jetzt deutlich steigen müssen, weil es der Zivilbevölkerung jetzt aufgrund dessen, dass Strom, Gas und so weiter abgestellt ist, weil es zerstört ist, ja, der wird es jetzt deutlich schlechter gehen. Und wahrscheinlich in der ganzen Ukraine. Und das ist jetzt die Aufgabe. Wie organisiere ich das? Wie viel Mittel stelle ich dazu bereit? Bringe ich das auf die Ebene der UN? Würde ich mir wünschen, habe ich ja gestern oder am Donnerstag schon mal gesagt, dass ich möchte, dass man hier fest in der Weltgemeinschaft handelt. Sie wissen, ich habe ja die Kontakte in die ganze Welt, ganzen Könige, Diplomaten und so weiter. Also ganz vielen bin ich ja da vernetzt, die wissen ja genau Bescheid, die hören ja auch zu, die können das zwar nicht verstehen auf Deutsch, aber die lassen sich das dann übersetzen, dass man das wirklich nicht so eine Auseinandersetzung macht zwischen dem Westen und Russland, sondern dass man das wirklich auf der internationalen Ebene der UN letztendlich versucht zu lösen. Nicht, wenn man, also man muss jetzt letztendlich die Hilfe, die humanitäre Hilfe auf der UN-Ebene organisieren. Dass er jetzt diesen aus dem Syrienkrieg berüchtigten General Surovikin zum Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine gemacht hat, wofür steht das denn? Also ich glaube, es steht erst einmal für die ganz offensichtliche Unzufriedenheit mit dem bisherigen Kriegsverlauf. Wir sehen, dass die russischen Ziele ja ganz eindeutig nicht erreicht werden konnten und dass man mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen darauf reagiert, eben beispielsweise der Mobilisierung, auch der, dem Einsatz von privaten oder semi-privaten Armeen und eben jetzt auch dem Auswechseln von militärischem Führungspersonal. Und er ist natürlich auch ein Zeichen mit seinem Ruf, den er hat, der ja sehr brutal ist, auch nach Russland hinein und in die Ukraine hinein, dass eben keine Konzessionen gemacht werden und dass Russland auch zu absoluter Brutalität bereit ist. 30% der für die Energieversorgung wichtigen Infrastruktur sind im Moment jetzt schon zerstört. Manch einer sagt ja auch, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, das ist jetzt die Phase, in der Putin erkannt hat, er kann die Ukraine nicht mehr erobern, er braucht also die Infrastruktur nicht mehr für eigene Zwecke und zerstört also das Land. Sehen Sie es auch so? Ja, ich glaube, das kommt aus der Erkenntnis heraus, dass die Militärstrategie eben nicht funktioniert. Es geht jetzt vor allen Dingen erstmal darum, das abzusichern, was Russland bisher erobert hat und jetzt noch nicht wieder verloren hat. Und da geht es eben darum, auch der Ukraine massiven Schaden zuzufügen, um ihre Fähigkeit für weitere Rückeroberungen zu minimieren. Und dann spielen eben auch etwaige Überlegungen von weiteren Eroberungen kurz- bis mittelfristig, zumindest über den Winter, sicherlich erstmal keine weitere Rolle. Frau Strack-Zimmermann, Sie waren gerade wieder in der Ukraine vergangene Woche und Sie waren unter anderem auch in Tschernobyl und haben da gedacht, glaube ich, Wahnsinn. Das Atomkraftwerk von Saporischschja, über das wir jetzt so viel hören, das Russland besetzt hält, ist noch 5-mal größer als Tschernobyl. Haben Sie in dem Moment mal Angst bekommen? Nein, Angst nicht in dem Sinne, Angst ist auch ein schlechter Ratgeber, aber es war die Dimension aber trotzdem aus einem natürlich. Ja, natürlich, aber es war schon krass genug, überhaupt auf diesem Gelände zu sein. Und man darf ja nicht vergessen, der Angriff am 24. Februar lief über Belarus. Das heißt, dass russische Soldaten dort eindrangen in die Ukraine und wochenlang in diesem verstrahlten Gelände sich aufgehalten haben. Von Tschernobyl, also in diesen großen Flächen, die ja verstrahlt sind. Tja, das ist auch unverantwortlich letztendlich von Russland, seine eigenen Soldaten in das verstrahlte Gebiet zu schicken. Das ist ja nun eigentlich... Letztendlich werden die wahrscheinlich an Krebs irgendwann erkranken. Ne? Also das ist, da muss man sich auch mal fragen, was macht man da mit seinen eigenen Leuten? Also das würde ich nicht mal Soldaten zumuten wollen. Seit 36 Jahren, wo also russische Soldaten sich aufgehalten haben, haben Schützengräben ausgehoben, haben das Wasser getrunken, zeigt, dass auch Wladimir Putin seine eigenen Leute
einfach verheizt, denn diese Menschen, die dort sich lange aufgehalten haben, werden das zu spüren bekommen. Das heißt, russische Soldaten waren noch auf dem Gelände von Tschernobyl und drohten ja schon, dieses Kraftwerk, also diesen Sarkophag, der ja noch lebt, eben in die Luft zu sprengen. Und das zeigt, dass er auch das Narrativ natürlich vom ersten Moment an bedient hat, dass er auch nicht davor zurückschreckt, sozusagen eine atomare Eskalation heraufzubeschwören. Er ist letztendlich gewichen der ukrainischen Armee dort, aber dieses Narrativ wird von ihm vom ersten Tag an des Angriffs immer wieder gespielt, weil er natürlich auch weiß, das erregt natürlich große Sorge, auch in den Nachbarländern, weil wir wissen, eine atomare Bedrohung macht eben nicht Halt an den Grenzen. Das glaube ich halt nicht, dass Wladimir Putin ABC-Waffen gegen die Ukraine einsetzen wird. Ich wiederhole mich da, es wird als Brudervolk, als eigenes Volk teilweise angesehen. Man möchte, dass die Leute einen mögen aus russischer Sicht. Man möchte die Leute in sein Land reinholen. Man möchte die Leute nicht vernichten. Ja, diese ABC-Drohungen, die da, also ABC-Waffendrohungen, die da stattfinden, die richten sich gegen den Westen, weil der Westen die Ukraine militärisch stark unterstützt hat. Und dadurch, dass das passiert ist, ist die Berufsarmee mit der ukrainischen Armee nicht fertig geworden. Und die russischen Soldaten haben einen hohen Preis bezahlt. Es gab viele, zigtausend Tote und Verletzte. Und das wäre eben mit der Unterstützung des Westens nicht passiert. Und deswegen drohen die eben mit ABC-Waffeneinsatz gegen den Westen. Weil die sagen, wenn ihr weitermacht, ja, dann werden wir auch solche Waffen einsetzen. Aber nicht gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen. Was da eben bei dem Atomkraftwerk da stattfindet, ist natürlich höchst gefährlich. Also das sollte man wirklich lassen, solche Spielchen. Also den Konflikt sollte man dort nicht austragen, weil wenn das Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dann ist das Gebiet großflächig. Je nachdem, wie heftig das ist. Wenn ich an den Tschernobyl-Unfall denke, in den 80er Jahren, da war ich in der Realschule, da hatte die Lehrerin, die hatte auch Panik und ich hatte das ehrlich gesagt auch nur teilweise begriffen. Ich habe nur verstanden, du darfst nicht mehr in den Wald gehen und Pilze suchen. Und alles ist verstrahlt und keiner wusste genau, wie lange das anhält und wie gefährlich ist das denn und so weiter. Das ist also von der Ukraine bis zu uns ist das gekommen und wir hatten damals wirklich Pech, weil normalerweise ist die Windrichtung ja immer so Südwest, dieser Strom, der Golfstrom, ja? Und da war es dann so, der Wind war Ost. Und aufgrund dessen ist der ganze Atomregen hier bei uns runtergekommen, also blöder hätte es eigentlich fast gar nicht mehr laufen können für uns. Also Fakt ist, je nachdem Windrichtung und so weiter, es kann tausende von Kilometern verstrahlen. Aber in einem Gebiet von 10 Kilometern, was um das Ding, da kann ja sich gar keiner aufhalten. Das ist ja höchst radioaktiv. Das ist ja bei Fukushima ähnlich. Da in Japan, da tut man sich keinen Gefallen. Und wenn man das Gebiet annektieren möchte, dann hat man dann letztendlich ein verseuchtes Gebiet. Was bringt das? Gar nichts. Ja, das ist nur negativ. Also solche Sachen sollte man dringend vermeiden und lassen. Da irgendwelche Sachen machen an irgendwelchen Atomkraftwerken. Nun ist die Situation in Saporischschja, diesem riesigen Atomkraftwerk, das die Russen besetzt halten und scheinbar die ukrainischen Arbeiter dort quälen, foltern, drangsalieren, unter Druck setzen, ja in einer hochgefährlichen Situation. Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, was haben die Ihnen gesagt? Rechnen die auch damit, dass Putin diese Situation entgleisen lässt? Also der Optimismus derer, mit denen ich sprach, sowohl mit den Soldaten, mit denen ich unterwegs war, als auch mit vielen politischen Vertretern, unter anderem auch mit dem Chefberater von Zelensky, dieser Optimismus und dieses Glauben, dass man sein Land verteidigen wird und kann und das auch schafft, der ist ungebrochen. Man glaubt nicht wirklich daran, man glaubt, dass Putin einfach hochpokert, um eben Verunsicherung zu säen. Interessanterweise nicht nur in der Ukraine selbst, sondern vor allen Dingen in den europäischen Ländern, auch in Deutschland, nach dem Motto, wenn ihr immer mehr Waffen liefert, Achtung, an der Bahnsteigkante auch bei euch. Und sozusagen dieses westliche Bündnis, was ja enorm hält, die NATO-Staaten, die EU, in der Unterstützung der Ukraine von innen heraus, weich zu klopfen nach dem Motto, militärisch habe ich keinen Erfolg, aber eben so dieses Narrativ zu spinnen, passt auf, wenn da etwas passiert, seid ihr auch betroffen. Also er versucht sozusagen die westliche Allianz der freien Staaten aufzuweichen von innen, indem er eben Angst sät.
Und das sehen die Vertreter dort und warnen auch davor, dass wir uns dort einschüchtern lassen sollten. Und ich kann mich dem nur anschließen. Wir sollten uns diese Geschichte nicht zu eigen machen, wenngleich ich verstehe, dass es Menschen gibt, die natürlich Angst haben. Herr Jerofejew, alle Welt versucht im Moment herauszukriegen, was in Putins Kopf wohl vorgeht, was der Mann sich eigentlich denkt bei all dem, was er an furchtbarem Leid anrichtet. Sie können es vielleicht sagen, denn Sie haben ihn mehrfach getroffen. Sie haben mit ihm gesprochen, Sie haben sich ein Bild aus der Nähe gemacht. Schätzt man Wladimir Putin richtig ein, wenn man ihm im Grunde genommen alles zutraut? Nun, zunächst muss ich sagen, ich bin praktisch mit allem, was wir gerade gehört haben, voll einverstanden. Nicht den Blickpunkt, der geäußert wurde. Ein schwarz-weiß-braune Farben an. Der Herr. Putin verwundert mich überhaupt nicht. Denn noch damals, als das U-Boot Kursk untergegangen ist, war ihm das doch vollkommen egal. Die vielen Seeleute, die gestorben sind, interessierten ihn nicht. Sie erinnern sich an den Tschetschenienkrieg, als die Zerstörungen genauso katastrophal aussahen wie jetzt in der Ukraine. Dann der schreckliche Krieg gegen Georgien, den man zwar anhalten konnte, aber wirklich kurz vor den Stadttoren von Tbilisi. Insofern wundert mich überhaupt nicht, es ist ein Mensch des Krieges. Ein Mensch, der aus den Leningrader Hinterhöfen kommt, ein sogenannter Gopnik, ein Hinterhofschläger. Und jetzt auf seinem Posten als Präsident, dann geht es so weiter, mit dieser Kompromisslosigkeit, mit dieser Gnadenlosigkeit, die er in der Vergangenheit mit dem Hinterhof praktiziert hat, jetzt mit dem Nachbarland, gegenüber der gesamten Zivilisation. Uns wundert das überhaupt nicht. Aber was mich verwundert, ist, dass die Ukrainer sich so großartig verteidigen, heroisch, wie Helden, wahre Helden sich verteidigen. Und ich glaube deswegen, dass hier eine neue, eine sehr starke europäische Nation im Entstehen ist. Ja, durch Blutvergießen, durch diese schrecklichen Handlungen, die aus Russland kommen. Und man versucht natürlich jetzt auch neue Wege aufzubauen mit dem alten Europa wieder. Und dieser Dialog war sehr respektvoll, hat aber nicht immer zu Ergebnissen gebracht. Und auch Sie haben im alten Europa immer sehr für pazifistische Ziele sich eingesetzt, haben sich aber trotzdem dazu entschlossen, Waffen zu liefern und sind allein schon dadurch stärker geworden in Europa. Und wenn wir darüber sprechen, wie das in der Zukunft aussehen soll, nun, ist das sicherlich ein neues europäisches Land, eine starke Ukraine? Zweifellos, das Putin-Regime befindet sich jetzt in Leiden, in Schmerzen, einer Agonie. Und diese Agonie kann sich durchaus noch fortsetzen. Aber es ist ein Todesschmerz. Denn alles das, was jetzt reingeworfen wird, alle Streitkräfte, die gegen die Zivilbevölkerung reingeworfen werden, ist die Verzweiflung von Putin. Nicht ein Beweis dafür, dass er diesen Krieg nicht gewinnt. Und wir wünschen den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie möglichst bald und möglichst schnell auch Cherson einnehmen. Und Sie wissen, dass ich auch schon 2014 gegen die Krim-Annexion eingetreten bin. Und deswegen bin ich dafür, dass alles, was der Ukraine gehört, auch wieder an sie zurückkommt und dann natürlich auch Reparationszahlungen geleistet wird, der Wiederaufbau finanziert wird. Zweifellos muss das so sein. Aber wissen Sie, für uns ist die Ukraine dann ein beispielhaftes Land, ein Beispiel dafür, wie ein Land aus einer totalitären Bedrohung sich in die Freiheit begeben kann. Ein sehr wichtiges Beispiel. Herr Jerofejew, eigentlich muss man Sie kaum vorstellen.